Bleib doch zu Hause. Zu Hause ist schön. Ah. I will start. So, Penny, I Ja. want give you solidarity. Oh, One, yeah, two, three. Solidarity. Oh, nice. Thank you. How to you? Yeah, wow. Geil! Erst Klimawandel und jetzt das. Die Regierung hat's verpatzt. Merkel hält eine warme Rede und schließt im gleichen Zug die Fluchtwege. Verteilung von Plätze, Handyort und Grenzen zu Notstandsgesetze, Versammlungsverbot und Bundeswehr im Innern. Ey, was geht ab? Wir müssen uns doch um die Schwachen kümmern. Wir dürfen nicht so sehen, wie sie die Leute aus Grenzen, die auf der Straße leben oder hier noch ganz fremd sind. Wir wollen Grundeinkommen statt Passkontrollen. Niemand wird abgeschoben oder zwangsgeräumt. Ja, willkommen wieder zu Bennys Prepper-Tipps. Jetzt kurz vor der Ausgangssperre. Ich habe ja schon immer gesagt, man muss lernen, wieder Sachen selber zu machen. Und ich zeige euch jetzt mal noch, wie mein Lieblingsgericht macht. China-Nudeln. Die Zutaten, die stehen da Gott sei Dank gleich hinten drauf. Jetzt ist der Trick natürlich, dass man die Nudeln mit dem Wasser aufkocht. Das machen nämlich immer alle falsch. Oh, diese Fliesen hier. Und sobald es kocht, kannst du eigentlich schon ausmachen. Dann sind die Nudeln schon weich. Zumindest diese China-Nudeln. Und kann natürlich, wir wollen ja unabhängig von chinesischem Import und Export werden, kann natürlich auch schöne deutsche Dinkelnudeln nehmen. Naja, gut, ich habe hier schon mal was vorbereitet. Der muss sehr kommen. Fertig gekochte Nudeln. Jetzt geht's los, nämlich. Die Zutaten, die man dafür braucht, die müsst ihr euch unbedingt noch schnell besorgen. Ist das E330. Das Teig hier natürlich auch in dem Schrank. Das ist hier für, falls ich mir den Kopf stoße, immer in dieser scheiß kleinen Bude. Kann alternativ auch das Himalaya E415 nehmen. Was haben wir da noch? Ich bin ja hier nur Untermieter vom Untermieter, ja, wenn was passiert und so. Deshalb legt euch einen Vorrat von Tante Hannas. Ich krieg das immer zu Weihnachten. E652. Genau. So nach Gefühl dosiert. Kommt richtig gut. Das Gericht fertig. Also, wenn ihr so wie ich nicht rausgehen wollt, bis die Russen kommen, legt euch. Scheiße. Oh, weg. So? Schon mal gute Grundeinstellung. Aber seid ihr jetzt auf dem Boden oder in der. Steht ihr oder liegt ihr? Liegt alle? Wir stehen natürlich in einem Liegen. Na, oh, na, Momentchen. Aber wer macht vor, Robert? Nee, am besten Katja. Die hat eine gute Idee, die hat gute Ideen. Nee, das ist, ich mach, was du machst. Okay, ja, okay. Ich kann kein Ballett. Ja, ich auch nicht. Doch. Doch, sag mal, wir können alle Ballett. 5, 6, 7, 8 und los. Endlich. Die Krise ist wieder da. Auf diesen Tag haben wir schon so lange gewartet. Gestern haben wir überlegt, wie legen wir alles lahm. Heute kommt das irgendwie nicht so gut an. Wir sind systemrelevant. Wir sind dagegen. Ein System kann ohne das dagegen nicht leben. Doch wie geht's jetzt weiter? Auf einmal sind alle verletzlich, voneinander abhängig und füreinander verdächtig. Gefährdet sein ist ungerecht verteilt. Arbeit, Mieten und Konsum, unsere Antwort Streik. Der Staat ist jetzt schwach, er muss die Wirtschaft retten. Ohne uns wir steigen, außer lass uns die Ketten brechen. Ich weiß nicht, wie es witzig sein kann, so. Muss irgendwie witzig sein, dass die Leute lachen, ja. Aber es ist difficult manchmal. Here I am at home, taking a jacuzzi, smoking a little stogie. I just
just finished a bike ride and a little bit of workout, and I just, you know, keep staying at home and away from the crowds and away from outside. The reason why I'm saying that is because I still see photographs and videos of people sitting in outside cafes all over the world and having a good time and hanging out in crowds. That is not wise, because that's how you can get the virus. That's how you get it, like contact with other people. So stay away from crowds, stay away from being in restaurants and outdoor cafes, especially now in springtime, where all the kids are going to the beach and celebrate and drink and all that stuff. This is not a good idea. So stay away from the crowds, go home, and then we can overcome this whole problem, this whole virus, in no time. But you got to go and follow those orders. Just remember, stay at home, don't go to crowds. Put that cookie down. Fucking rich bastard idiot. Right message. Shit location, man.